Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei uns sind tatsächlich noch ein paar Ostereier von Ostern übrig geblieben. Herzlich willkommen bei MixTV. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Und wir wollen nämlich heute Resteverwertung mit unseren Ostereiern machen, die bei uns noch zu Hause übrig geblieben sind. Vielleicht habt ihr ja auch noch ein paar übrig und ich möchte ein paar leckere Dips mit euch machen. Einmal einen Grunddip, den wir dann entsprechend abwandeln und die Ostereier damit füllen. Dann habt ihr ein leckeres Abendessen, ein bisschen Brot dabei und ja, schon fertig. Schauen wir auf die Zutaten, Schauen wir auf Silvia. die Zutaten. Also ich habe hier mal bunt variiert. Natürlich ein paar Eier. Wir haben ein bisschen Meerrettich, wir haben Crème fraîche, wir haben Schmand, wir haben Miracle Whip, wir haben ein bisschen Frischkäse, ein bisschen Honig, ein bisschen, ein paar Kräuter, Senf, Pfeffer, Salz. Und das war es eigentlich auch schon. Mehr brauchen wir gar nicht. Ihr braucht doch nicht so viele. Wenn ihr euch für einen Dip nur entschieden habt, könnt ihr natürlich auch nur einen machen. Aber ich mache jetzt erstmal mit euch den Grunddip. Wie geht er? Wer da wäre. Also ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber in Winningen gibt es ein Ostereierkippen. Und zwar, da ditcht man tatsächlich mit den Eiern, geht man zu seinem Nachbarn und sagt, willst du mit mir kippen? Willst du mit mir ditchen? Und da kommt erst der Popo, also der Arsch, sagt man halt, ja. Also, Was? was ist das denn für ein frivoles Spiel? Und wenn man. Ja, erzähl weiter, was kommt nach dem Arsch? Und ja, dann kommt der Kopf. Kommt der Kopf. Dann wird der Kopf geditscht. Und wenn dann beide quasi lidiert sind, also Kopf und Hintern, also Kopf und Popo, dann verliert man sein Ei. Okay. Also dann Und gibt man dann? demjenigen, der mit einem geditscht hat, sein Ei. Ne? Ja, So, so geht das. und was gewinnt dann der Ja, andere? Das Ei. das Ei, ja. Ist dann noch irgendwie Schnaps oder Wein mit im Mittelchen? Nein, nein. Nur Eier. Nein. Ja, nur Eier, genau, Wow. nur Eier. Gut, da gibt es natürlich noch Eierlikör, kannst du Wollte noch gerade sagen, trinken. aha. Eierlikör, Wein gibt es und ach, alles Lecker, Mögliche. lecker. Ja. Also Traditionen sind doch schön. Habt ihr auch solche Traditionen auch nach Ostern? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und Silvia, wir haben es noch gar nicht erzählt, aber heute ist eine besondere Ausgabe für Oh uns. mein Gott, ja. Wir haben es wieder schrecken festgestellt, dass wir schon tatsächlich die 200. Ausgabe machen. Also 200 ich weiß gar nicht, wo die Zeit hin ist. So verrückt. Am 25. Mai 2020 haben wir unsere allererste Ausgabe gemacht. Damals hat unser Verleger Franz-Christoph Hehl gesagt, Leute, ich habe da eine fixe Idee, macht doch mal eine Kochshow. Da war eine gewisse Pandemie zu der Zeit. Und Ich habe gesagt, nein, jede Woche mache ich das nicht. am Ende sind wir seitdem 4 Jahre lang jede Woche für euch hier. Also Ja. wirklich, Silvia, herzlichen Glückwunsch an Danke, uns, würde ich einfach mal sagen. wir gratulieren uns ganz Ja, genau. herzlich. Wir lieben MixTV und wir wissen auch, dass ihr dieses Format mögt, sonst wird es das nicht auch weiterhin geben. Deswegen auch vielen Dank für euch oder an euch für 200 Mal MixTV mit euch. Uns freut es sehr, dass wir hier gemeinsam mit euch das Ganze machen dürfen. Und heute unsere gefüllten Eier und wir schauen mal, wie es weitergeht. So, also zuerst halbiere ich die dann jetzt. Also ich habe jetzt einfach mal 4 Stück genommen. Ihr könnt natürlich auch 5 oder 6 machen. Aber wir zeigen ja immer nur, wie es geht. Und dann könnt ihr es zu Hause nachmachen. So. Ich nehme jetzt das Ei. Das gebe ich jetzt mit in den Mixtopf. Na, das lässt sich nicht so gut lösen. Doch. Jetzt dann doch. Der Grunddip, den wir heute machen und auch die Variation, nehmen wir ein Rezept aus der Mix 322. Ist schon ein bisschen länger, ist auch schon 2 Jahre her. Ist auch schon wieder 2 Jahre her. Ja. Also die Zeit vergeht aber auch wie im Flug. Der März ging ja auch vorbei wie nichts. Bald kommt auch schon, also bald tatsächlich schon, unsere neue Ausgabe, aber die aktuelle, die ist noch im Handel erhältlich. Die 324, die Frühlingsausgabe, Ostern liegt hinter uns, aber es gibt viele, viele tolle Frühlingsrezepte in unserer neuen Ausgabe, die ihr am Kiosk bekommen könnt oder versandkostenfrei und auf Rechnung bestellen unter hehl-verlag.de. Tja, ich habe jetzt hier die 4 Eier ausgehöhlt, füge dann jetzt noch 200 Gramm Crème fraîche, 200 Gramm Schmand. 200 ist das ist die große Zahl heute, ne? Ja, 200, genau so.
Jetzt sag ich nicht 200 Gramm Mayonnaise. Nein. 50 Gramm. Ja, das könnte man noch weglassen. Ah, für den Geschmack machen wir es mal dabei. Der gute Wipp, ne? So, ja. Ordnung. So, Frischkäse noch. Ja. Das sind nur 175. Die Packungen werden auch immer kleiner. Ja. Das ist wirklich so. So, das werden wir jetzt so ein bisschen mit Pfeffer und Salz würzen. Und ein paar Sekunden. So, ich habe jetzt mal 15 bis 20 Sekunden. Ich habe es jetzt nicht so hochgestellt, weil wenn wir es zu fest schlagen, dann wird es zu flüssig, weil ich möchte es ja eher in die Eier spritzen. Und dann ist es immer schön, wenn die Konsistenz einfach ein bisschen fester ist. Ne? Ja. So. Wo war mein Löffel? So, das ist jetzt der Grundtipp, ja? Das ist jetzt der Grundtipp, genau. Ihr seht, super einfach gemacht. Könnt ihr natürlich dann auch für die Gäste als Brotdip oder als Crackerdip, wenn ihr jetzt auch bald eine kleine Grillparty schmeißt oder so, das ist natürlich auch wunderbar. Wie gesagt, ein Rezept aus der Mix 322, die verlosen wir auch heute. Und zwar fünfmal, ich zeige es euch nochmal schnell. Das ist sie, mit dem besten Brot der Welt vorne drauf, die Mix 322. Fünfmal verlosen wir sie, ich will Dips, in die Kommentare schreiben bis Samstag 18 Uhr. Und schon seid ihr mit in der Verlosung dabei. Montagmorgen gibt es einen Kommentar auf euren Kommentar, falls ihr gewonnen habt. Dann schickt mir euch eine von fünf Ausgaben gerne zu. Ich will Dips für eine der fünf Ausgaben der Mix 322. Viel Erfolg. So, ich habe jetzt eine Portion Grunddip drin gelassen. Da nehme ich jetzt gerade die Kräutermischung für. Und das habe ich jetzt eine TK-Kräutermischung, könnt ihr natürlich auch frische Kräuter nehmen. Ja. Das ist auch das Schöne, ne? Ihr könnt dann einfach von diesem Grundtipp ausgehend ja, alles so machen, wie ihr es gerne mögt. Wir geben euch jetzt noch ein paar Tipps an die Hand. So, unser erster Tipp ist schon fertig. Wenn wir jetzt unseren Spritzbeutel füllen. Der Spritzbeutel von Stetter, Teil unseres großen Tortensets in der Mix Sparwelt, hel-verlag.de/mix-sparen. In diesem Tortenset ist nicht nur ein Spritztüllenset mit verschiedenen Größen und Aufsätzen, sondern auch eine Backmatte und ein Tortenring für 13,90 Euro. Also, das ist ein Hammerpreis. Ja, sowas kann man immer, sowas ist immer schön zu Hause zu haben, wenn man auch mal Muffins macht oder Cupcakes. Oh ja. Also Muffins mit Topping, das natürlich passt dann auch super, ne? Haben wir auch schon mal gemacht, verlinke ich mal oben bei YouTube. Ja, ja, natürlich, klar. Ja, ich war dabei. Du warst dabei, Silvia. Ich war dabei. Ja. So, ich habe jetzt unsere Tülle eingesetzt und jetzt werden wir einfach unsere Eier hier reinspritzen. Ich mache jetzt mal nur... Sieht dann noch schön aus. Perfekt. Das Schöne an diesem Spritztüllen-Set mit der wiederverwendbaren ja, Tülle also, ist, dass es wunderbar schnell zu reinigen ist, wie ihr seht. Ihr braucht nur warmes Wasser. Ein bisschen Geduld. Naja, gut, geht schon. Man kann es natürlich auch jetzt auseinanderbauen, aber. Ja, aber wenn ihr jetzt nicht gerade eine Kochshow damit macht, ja. Dann macht es zu Hause natürlich ein bisschen entspannter und ruhiger. Ja, also ich empfehle auch immer, es gibt auch einmal Spritzbeutel, beziehungsweise dann hat man nur den Aufsatz und die Tülle und man nimmt einmal Spritzbeutel und dann hat man das auch ganz schnell, tauscht man einfach den Beutel aus und fertig. Ne? Ja. 200 Mal Mix TV plus viele Mix Quickies, also wir sind schon... Seit 4 Jahren für euch hier on air bei YouTube und Facebook. Wenn ihr es also noch nicht gemacht habt, dann abonniert doch gerne unsere Social Media Kanäle, damit ihr auch keine weitere Ausgabe von Mix TV verpasst. Jeden Mittwoch um 18 Uhr. Und gerne würde mich mal interessieren, was euer Mix TV Highlight aus 200 Ausgaben war. Silvia, kannst du eins benennen?
Ja, die Gans im Römertopf. Boah, die war genial. Verlinke ich oben. Wir hatten auch mal Dennis zu Gast. Der hat mit uns hier gemeinsam ein Rezept der Herzfels gemacht, die Baked Potatoes. Ja, stimmt. Das auch, war auch toll. Ja. Die verlinke ich mal oben. Schön, ja. Und viele weitere Highlights, die wir hatten. Ja, wir haben eine Playlist auf YouTube, da könnt ihr mal in alle Ausgaben reinschauen. Und gerne würden wir eure Highlights hören, lesen. Also schreibt mal in die Kommentare, welche Mix-TV-Ausgaben haben euch besonders gefallen. So, ich mache hier gerade einen zweiten Dip. Welchen machst du? Meerrettich. Ja, wir machen einen Meerrettich? Ja. Ja, okay, gerne. So. Ich würde jetzt mal so bei der Menge ca. 20 Gramm, 20, 25 Gramm, kann ein bisschen mehr sein, ne? Ja. So, wollen wir da noch ein paar? Ich hätte noch, was machen wir denn noch? Wir machen noch Senf mit Honig. Ah, Granatapfel habe ich euch eben vorenthalten. Granatapfel? Ja, ich habe noch ein paar. Normalerweise hätte ich mir wirklich gerne einen richtigen, aber habe ich leider nicht bekommen. Die waren schon fertig. Das hätte ich euch schon mal auch gezeigt, wie man die auslöst. Aber ich habe schon fertige Granatäpfel. Kann man auch TK kaufen, weil die könnten wir gleich auch dazu nehmen. Okay. Wollen wir das? Ja, wollen wir. Ja, wollen wir? Okay, gut. Dann ja, schmeiße ich einfach hier ein paar dabei. Ne? Ja. Oh, die Fruchtigkeit, die leichte Schärfe des Meerrettichs gemeinsam. Jetzt auch wieder vermischen. So, sieht gut aus. Gucken wir mal die. Ja, die müssten wir auch da durchbekommen. Ja. Ja, das habe ich mir schon mal versucht. Dann hat die Tülle nicht gepasst. Ja? Ich glaube auch, wir tauschen die aus für den Granatapfel. Und ihr seht, das geht auch super schnell. Genau. Einmal gedreht, einmal gezogen. Und wieder draufgesetzt. Draufgesteckt, festgedreht. Zack, zack, zack geht das mit der Stetter Spritztülle. Wie gesagt, bei uns in der Mix-Sparwelt, hill-verlag.de/mix-sparen. 13,90 Euro für ein ganzes Tortenset. Also Leute, wer da nicht zuschlägt, ist selber schuld. Riecht gut. Ja, total Meerrettich-Fan. Sind die gleich für dich. Du nicht so? Ja, doch. Ich guck mal, was auch noch schöne Farbe bekommen hat durch die Granate. Ja, ist ja gut, ne? Ja. Da können wir gleich auch noch einen draufstecken. So, machen wir noch einen. Wollen wir nicht geizen? Ne? Jetzt hängt der Korn. Er geht noch. Ja, komm raus, du. So, schlüpfriges. Schlüpfriges Granatapfelkernchen. So, du machst wieder sauber und dann machen wir gleich den nächsten Dip. Weiter geht's mit Dip Nummer 3. Mhm. Wieder unser Grunddip. Und diesmal kommt ein bisschen Senf. Und ein bisschen Honig dazu. Der gute Senf. Der gute Senf. Ist gut. Schmeckt gut. Und ein bisschen Honig. Ja. Rums. Erster Einsatz nach Ostern ist wieder unterbrochen. Ja, ich merke das schon. Die Power, Power ist schon wieder da. Voller Elan. Ja, ne? Gut. Ein paar Tage frei. Ne? Schon geht's wieder los. So. Also ein paar Sekunden auf Stufe 2,5. Guckt einfach. Weihnachten steht schon vor der Tür. Oh Gottes Willen. Erstmal kommt der Frühling oder der Sommer. Ja. Ja, am Sonntag war bei uns schon. Sonntag war schon schön. Ja. Aber gestern war es ja wieder sehr bescheiden, ne? Das Wetter. Es ist halt jetzt April, ne? Ja, hast du gestern wirklich schon gemerkt. Hat man wirklich gemerkt. Und auch hier, Tülle sauber gemacht, Tülle wieder einsatzbereit. Super einfaches, schnelles Rezept für die Resteverwertung nach Ostern heute. Unsere gefüllten Eier mit dreierlei Dip bei Mix-TV im Handumdrehen gemacht. Und ihr könnt es natürlich variieren mit dem, was ihr mögt. Ja. Ihr könnt einen Curry-Dip machen zum Beispiel auch. Ja, da wäre jetzt auch noch eine Variante. Knofi. Also euch stehen die Türen und Tore offen. So ist es.
Mein Gott, wunderbar lecker. So, wunderbar. Abendessen ist fast fertig. Ja. Silvia. Ja, das war unsere Resteverwertung von Ostern. Ja, 200. Folge. Nächste Woche sehen wir uns wahrscheinlich wieder. Ich bin sicher. Freue mich drauf und wünsche euch bis dahin eine gute Zeit. Alles Liebe, bis dahin. Tschüss.